Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Ich bin Dr. Wolf Sertz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden jetzt eine kleine Reise unternehmen, habe ich mir vorgenommen. Alles, was im Inventar ist, ist auch gut. Fahrrad ist da, das ist natürlich das Wichtigste. Und ich habe für euch das Eisen fertig geschmolzen, also sprich die Eisenbarren fertig gemacht. Ich habe einen Baseballschläger daraus hergestellt und ich habe die Mods darauf angewendet und natürlich ein bisschen Inventar aufgeräumt. Wir haben jetzt aktiv einmal die brennende Schaft-Mod und strukturelle Klammer-Mod für etwas mehr. Was macht die nochmal? Nochmal kurz gucken. Verringert die Abnutzung um 25%. Und ich denke mal, das ist schon ganz ordentlich. Das nehmen wir jetzt alles mit auf unsere Reise. Ich bin schon sehr gespannt, wie diese neue Waffe sich schlägt. Der Schaden wird durch die Decke gehen. Er ist auf jeden Fall erheblich höher als noch bei der Holzkeule. Ich habe direkt Lust, die mal auszuprobieren. Aber ja, nichts greifbar gerade. Also, Fahrrad raus. Aufsatteln und nochmal absatteln. Ich gehe nochmal kurz rein. Ich habe tatsächlich was vergessen. Ich wollte nämlich unbedingt auf Empfehlung von euch die Jetons mitnehmen. Die Spielchips, sprich die Währung. Ja, die Taschenuhr habe ich inzwischen auch installiert. Habe ich auch noch gemacht. Einfach mal so nach der Aufnahme noch eben ganz fix, damit wir einen weiteren Slot zum Tragen haben. Ja. Und jetzt, ihr ahnt vielleicht schon, wo wir hinwollen. Mit den Jetons. Wir fahren da hinten zum Händler. 983 Meter entfernt. Ich denke, wir werden... wollen wir hier lang fahren? Oder sollen wir da lang fahren? Ja, mein Gefühl sagt mir, dass wir hier lang fahren. Also durch die... Bin jetzt abgestiegen. Durch die schon... halb erkundete Stadt. Naja, halb ist eigentlich noch übertrieben. Und wir werden erstmal ohne Geschwindigkeit, ohne extra Geschwindigkeit radeln. Wer weiß, was hier sonst noch passieren kann. Ja, es ist sehr behäbig. In der Stadt können wir vielleicht ein bisschen Gas geben. Insbesondere, wenn dann vielleicht Verfolger auftauchen, da wir ja jetzt nachts unterwegs sind, ist es ja durchaus... Ups, seht ihr? Da ist schon jemand. Hallo! Oh mein Gott! Oh, Scheibenkleister. Ich will nicht sterben. Scheiße, Leute. Wie kann das sein? Ah, ernsthaft? Nicht zu glauben, oder? Mann! Ist doch nicht zu glauben. Nahtodtrauma. Erfahrungsverlust. Ja, super. Ich bin angepisst, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. So, wir müssen uns mal eben kurz provisorisch bewaffnen und unser Zeug wiederholen. Und ich werde mich noch ein bisschen mehr als provisorisch bewaffnen. Ja. Nur ein Schuss. Oh, Maschinengewehr ist mir definitiv etwas zu verschwenderisch. Wir könnten natürlich einfach zwei Schrotflinten mitnehmen. Aber ich glaube, das Gewehr nehmen wir dann noch mit. Und die passende Munition. Das ist... Ach, das ist ein Gewehr mit einem Schuss nur. Okay, passt auf. Wir lassen das Gewehr hier. Wir nehmen die Pistole mit. Und die Schrotflinte.
Damit sollten wir den hoffentlich ja noch leicht angeschlagenen Superwolf wohl außer Gefecht setzen können. Wobei, es wird jetzt gleich auch schon wieder Tag. Das ist auf jeden Fall schon mal günstig, nehme ich an. Aber Junge, Junge, was habe ich mich erschreckt? Ich habe nur einen schwarzen Schatten huschen sehen und mir schon gedacht, oh, das wird übel. Und dann konnte man ja auch schon die roten Augen sehen. Leute, wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Es wird auf jeden Fall gerade hell. Ich glaube, der ist weg. Der ist weg. So, dann nehmen wir mal unseren Kram wieder. Ich hätte den Ausflug halt doch bei Tageslicht machen sollen. Hinterher weißt du immer mehr, ne? So, erstmal wieder herstellen alles hier. Da hatten wir das. Ja, und da das Fahrrad. Okay, wir radeln weiter. Blöder Wolf, ehrlich. Ganz, ganz, ganz blöder Wolf. Und das sage ich als Dr. Wolfsherz. Aber diese Viecher, ey, das ist wirklich hardcore, finde ich. Wir fahren mal durch die Mitte. Und ich dachte, ich bin wohl gewappnet mit unserem neuen Baseballschläger. Nee, da habe ich nicht, oder da habe ich die Rechnung ohne den großen, bösen Wolf gemacht. Echt übel. Hammerhart. Und ruckzuck holt einen das Spiel zurück auf den Boden der Tatsachen. Man denkt sich, man ist schon relativ gut und passiert schon nichts. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Genau so, nicht anders. So, eben gucken, was hatte ich denn gerade für eine Tasche in der Hand? Was war denn das für ein Beutel? Die Shotgun-Shells nochmal hier hin und das Trinken da. So, fahren wir weiter. Oh, das war die Schaufel. Hoppla. Ja, so kann das gerne weitergehen. Wenn wir einfach die Köpfe abschlagen. Oh, der hat was fallen lassen. Uiuiui, ja, guckt mal. Das ist doch nett. Eine gefütterte Kapuze. Nett, vielen Dank. Ich loote sonst nichts, wobei, ja, wenn ich hier gerade schon mal stehe, dann gucke ich eben kurz in den Briefkasten. Weil da können ja Skillbücher drin sein, aber das kennen wir schon. Nadel und Fadenband 1. Ja, dann geht's weiter. So, da hinten ist noch ein normaler Wolf. Ich hoffe zumindest, dass das ein normaler Wolf ist. Ist es ein normaler Wolf oder nicht? Gehen einmal die Augen sehen. Ich gehe kein Risiko ein. Hä? Kann doch nicht sein, dass ich die nicht treffe. Das klappt doch.
Okay, Leute, ich steige einfach auf. Und wir fahren jetzt im Eilmarsch hier vorbei. So, okay, dann sind wir hier raus aus der City und jetzt müssen wir ja, die nächste Gelegenheit nach links abbiegen, würde ich sagen. Speedlimit 25, ja, da werde ich auf jeden Fall langsam weiter ran. Was haben wir denn da? Crackbook. Ist das auch noch eine Stadt hier oder was ist das hier? Crackbook, okay. Das ist eine Buchhandlung. Also erstmal, ich lese tatsächlich selber total gerne. Es ist so ein bisschen eingeschlafen, seit ich den YouTube-Kanal mache, aber ich habe früher unheimlich viel gelesen, also eigentlich jeden Tag. Und wenn das eine Buchhandlung ist, wir wissen ja, wie wichtig Bücher sind, dann würde ich da, glaube ich, schon gerne mal reinschauen. Ne, wegen der Skillbücher halt. Nur einen Eingang, ja, einen Eingang finden wollte ich gerade sagen, aber. Was war das? Eine Taschenlampe! Nett! Also dafür hat sich der Ausflug ja schon fast gelohnt. Ist hier niemand drin? Super. Wir haben schon Papier gefunden, mehrfach jetzt, aber noch nichts Gescheites. Oh Gott, geht das so weiter? Okay, das kennen wir schon. Okay. Das kennen wir leider auch schon. Bis jetzt noch etwas underwhelming. Bauplan, abgesägte Schrotflinte macht. Okay. Da haben wir was Gutes gefunden. So, jetzt war doch jemand da. Da, okay. Ah, guck, da steht noch jemand auf. Ich mag die neue Waffe. Ich mag die neue Waffe. Definitiv jeden Eisenbarren wert, den wir da reingesteckt haben. Und waren ja nicht wenig, aber was haben wir da noch? Kennen wir aber auch schon. Fahrzeugplan für eine Scheinwerfer-Mod oder sowas. Das kennen wir leider auch schon. Goldrutensamen. Und Bauplan Schalter. Okay. Irgendwie. Ich war mir nicht sicher, ob ich darüber hergehen sollte. Das kennen wir auch schon. Rezept für gekochtes Fleisch. Okay, leere Kasse. Ich höre noch Schritte irgendwo.
muss draußen sein. Bauplan für eine Rohrbombe. Und ein Bauplan für einen Bewegungssensor. Meine Güte, was man alles bauen kann. Wahnsinn. Tagebuch des Jägers, Band 7. Oh, 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 die kommen vom Dach. Hoppla. Drei. Jeder kommt dran. Sehr schön. Also, wenn dieser Schläger nicht die beste Waffe ist, dann weiß ich auch nicht was. Da scheint noch was drüber zu sein, oder? Die sind wirklich von ganz oben aus dem Dach rausgekommen. Die öffnen wir mal eben, die versiegelte Kiste. Und vielleicht finden wir ja auch noch was Schönes drin. Bisher haben wir in den versiegelten Dingen ja immer irgendwas Sinnvolles gefunden. Und, ja, jetzt haben wir das Rezept Goldrutentee nochmal. Kennen wir auch schon. Das ist ein Bauplan für einen Robotikhammer. Den kennen wir schon. Speerjägerband 3. In diese Büros gehen wir später. Ich mache erst den zentralen Raum weiter. Kennen wir schon. Bauplan Fahrradlenker. Ach. Nanu. Der ist noch gar nicht wach geworden. So, bleibt schön liegen. Und da haben wir nochmal Rezept für Hopfensamen. Nochmal den Bauplan für abgesägte Schrotflinten. Handgriffmod. Okay. Das dürfte für Gewehre sein. Ach, da waren wir schon von der anderen Seite dran. Der Schlagmann Band 3. Habe ich nicht genommen, so. Irgendwann sind die doch da durch. Aber jetzt noch nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier alles ausgeräumt. Dann gucken wir nochmal hier in der Kids-Zone.
Ich wusste es. Ich wusste es doch. Also ich hätte es auch so gemacht. Trotzdem erschreckt, obwohl ich es geahnt habe. Oh, eine Bunkerknacker-Mod. 15% mehr Schaden gegen Stein. So, jetzt sind wir aber auch schon wieder ganz schön beladen. Wir lernen gleich mal die ganzen Skillbücher. Jetzt gucken wir noch eben in die Büros. Und dann haben wir hier... Ach, hier ist... Ah, nee, das ist auch ein Ausgang. Da ist noch ein Lagerraum. Ist aber verschlossen. Vielleicht gibt es im Büro einen Schalter. Mal schauen. Gut, okay, Leute. Komm, ganz praktisch. Ach, das sind die Toiletten. Hier ist nichts. Nochmal trübes Wasser. Bisschen Eisen. Und das war's. Dann, ja, da hinten geht's in den Lagerbereich. Ah, guckt mal. Reines Mineralwasser. Maismehl. Da müssen wir gleich nochmal reinschauen, in dieses Büro. Doch richtig gehört, dass da noch einer rumgeschlichen ist. Papier, davon haben wir jetzt erstmal genug. Okay, mal gucken, ob wir diese Tür einschlagen können. Wir können einen eigenen Papierhandel aufmachen. Jetzt Inventar ist voll. Okay. Voll heißt, ich musste mal eben die ganzen Bücher lernen. Also, benutzen. Okay, Rest kennen wir schon. Ne, da noch. Irgendwo laufen viele Zombies rum. Und das müssen wirklich schon ein paar sein, aber hier steht noch ein Safe. Und wir haben Dietrich, also versuchen wir's.
Wir haben sogar drei Dietriche mit. Das hat leider nicht geklappt. Ich versuch's noch einmal. Ach, der Countdown läuft weiter. Und offen. Wow, 212 altes Geld, 13 Eisenfallmunition und nochmal ein brennender Schaftmod. So, jetzt müssen wir raus hier. Ich gehe wieder vorne raus. Ja, sehr cool. Dann haben wir hier nochmal eben die Bücherei geklärt. Und einiges an Bauplänen und Skillbüchern noch wieder für uns gefunden. Dieser Ausflug hat sich meines Erachtens gelohnt. Wenn ich jetzt auch das Fahrrad wieder finde, da vorne liegt's. Okay. So, wollen wir nochmal gucken gehen, wie viele Zombies da draußen gegen das Gebäude hämmern. Ich steige jetzt erstmal wieder aufs Rad und beende die Folge, Leute, denn das soll mal genug gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.